Also dann bis später, Babe, ja? Ja, bis später. Mit wem triffst du dich denn eigentlich? Erzähl ich dir dann, okay, ich muss erstmal los, ja? Mach keinen Blödsinn. Pff, keine Sorge, noch ich mach Blödsinn, Baby. Bis später. Bis später. Woher weiß sie immer, dass ich Blödsinn mache? Hä? Hostile AA. Oh, scheiße, Mann. Ich bin für den Scheiß aber nicht gemacht. Für Videospiele? Für Videospiele? Hörst du mir überhaupt zu? Ich hab einfach keinen Bock mehr zu arbeiten. Arbeiten gehört zum Leben dazu. Sollte doch jeder seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ich kratze Taubenkartoffeln, parke in ein Auto 6 Tage die Woche. Das soll mein Beitrag zur Gesellschaft sein? Wenn du so unzufrieden bist mit deinem Job, dann such dir was anderes. Da habe ich aber keine Lust zu. Damn, dann mecker mich nicht voll. Guck mal, wenn du unzufrieden bist, willst aber nichts ändern, dann wird's so bleiben, du wirst immer unzufrieden sein. Was machst du da? Ich glaube einfach, dass Frauen mich nicht anziehen finden. Was? Du bist ein verdammter Schokotraum. Jede Frau kann sich glücklich schätzen, jemanden wie dich zu haben. Bist du sicher? Ganz sicher. Du bist der Beste. Kann ich vielleicht eine Umarmung bekommen? Natürlich, Bro. Was kann man zum Thema Männer sagen? Sie sind in der Regel alle gleich. Wir zwei sind anders. Ja, Männer denken eigentlich immer nur an das eine. Denkst du, was ich denke? Burger mit Pommes! Oh, der und das wär's jetzt. Ja. Außerdem sind die meisten Männer untreue Affen, die nichts von Liebe verstehen. Ich könnte, glaube ich, niemals fremdgehen. Ich auch nicht, Mann. Mies hinterhältig. Übrigens, ich wollte ein Date. Ja, Mann. Warte, was? Du hast schon richtig gehört. Ich habe sie auf Tinder kennengelernt. Und immer, wenn wir telefonieren, denke ich immer, dass wir richtig gleich hier anfangen mit... Okay, hab's verstanden. Ah, ist ja ekelhaft. Spar dir das für deine Liebste. Mach das nicht hier. Sei nicht so verklemmt. Sei du nicht so offen. Du hast gut reden. Du hast ja schon eine. Ich muss meine noch erobern. Übrigens, wann nenne ich sie überhaupt kennen? Hättest sie heute kennenlernen können, aber sie ist leider schon unterwegs. Easy, aber zurück zu meinem Girl. Du weißt, ich brauche deine Hilfe. Natürlich brauchst du meine Hilfe. Keine Angst, ich helfe dir. Eine Ewigkeit später. Hörst du mich? Klar und deutlich, schwarze Kobra. Sehr gut, sie müsste gleich da sein. Sie ist übrigens blond. Blond? Ich dachte immer, du stehst auf Asiatinnen. Ja, stand ich auch. Aber du weißt doch, Blondinen küssen echt am besten. Blondinen küssen echt am besten? Wer hat dir den Mist erzählt? Weiß ich nicht mehr. Wow, der Mist ist Quatsch. Eine Haarfarbe sagt nichts darüber aus, wie gut jemand küsst. Okay, ey, da kommt sie. Dann lass uns den Fisch an Land ziehen. Aber sowas von. Hey! Hi! Alles klar? Schön, dass es so schnell geklappt hat. Ja, freut mich auch. Ich kann leider nicht so lange, weil ich mich da noch mit meiner Schwester treffe. Sag ihr, dass sie wie Mandelholz riecht. Du riechst wie Mandelholz. Ich weiß zwar nicht, wie Mandelholz riecht, aber danke. Mandelholz zieht immer. Was jetzt? Wie, was jetzt? Nee, ich hab nur mit mir selbst geredet. Okay. Sag ihr, dass ihren Körper zu sehen Dinge in dir auslöst, die du nicht beschreiben kannst, weil es wie eine unendliche Aura aus Hitze ist, die dich umgibt. Du bist am Schwitzen im Schritt. Du, sag mal, du bist ja ganz süß, ja? Aber irgendwie bist du total merkwürdig. Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht du selbst. Du hast recht. Nein! Oh. Damn, wir hatten sie doch fast so weit. Baby, I'm the last one. Friends know I don't have some. It's okay, I'm mastered. All the spells I cast them. Baby, I'm the last one. Friends know I don't have some. It's okay, I'm mastered. All the spells I cast them. Ich glaube, das Zauberwort bei der Suche nach dem oder der Richtigen heißt, man selbst zu sein. Was bringt es, sich zu verstellen? Man will schließlich jemanden an seiner Seite haben, der einen so liebt, wie man wirklich ist. Bin zurück, Baby. Willst du mir vielleicht jetzt sagen, mit wem du dich getroffen hast?
klar. Ich habe meine Schwester getroffen. Lüg mich nicht an, ich weiß alles. Du hast dich mit meinem besten Freund getroffen. Dann hast du ihn erst mal auf Tinder scharf gemacht und Baby. Dann... Baby! Hey! Was? Das war ich nicht, das war meine Schwester. Und das war echt nur ein Zufall. Was für eine Schwester? Na, meine Schwester. Hi. Zwillinge. Leute, das war das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Laura, dass Dankeschön. Du dabei warst und dir Zeit genommen hast. Bombe. Hat Vielen Spaß Dank. Gemacht. Ja, was finde ich rein, quasi. Sorry. Hat Spaß. Erzähl, Bro. Und vielen Dank auch an Ben. Ja, beide super lustig, super sympathisch. Unbedingt beide auschecken. Das Instagram habe ich von beiden verlinkt. Ist noch irgendwas von euch, was ihr habt, wo man euch folgen kann? Nein. Nein. YouTube Ben Mood, am Donnerstag kommt mein Song. Sein neuer Song kommt unbedingt auschecken am Donnerstag. Ich verlinke euch das dann auch nochmal hier drunter, wenn der draußen ist. Ja, möchtet ihr noch was sagen zum Abschied? Nein, hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Ja. Das freut mich sehr. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace. Ich bin mal wieder mit Dad unterwegs. Aber was gibt's Schöneres, als an einem Sonntagmorgen mit seinem Vater durch die Stadt spazieren zu gehen? Ungefähr alles ist schöner als das. Damn! Papst, ganz ehrlich, warum muss ich mit spazieren kommen? Ich meine, du gehst mir auf den Sack, ich geh dir auf den Sack. Ness, wer hast dir vor der Welt gebracht? Mom? Nein, Ness, aber wer hast vor dir aufgepasst, wo du warst kleiner? Auch Mom! Aber wer besorgt der Dach über deinem Kopf? Das Amt! Ness, bitte nicht von dem Thema ab. Ich hab so viel von dir gemacht, du kannst 1 Meter, 2 Meter mit mir spazieren. Ja, ein paar Meter wären ja okay. Wir laufen seit 4 Stunden um denselben Block rum. Dann lass uns wenigstens mal woanders laufen, wo wir noch nicht waren. Aber vielleicht, ich verpasse sie. Wen verpasst du? Meine Brüste, Ribby. Och nö, jetzt sag nicht, dass du wieder verliebt bist, Papst. Du weißt, erinnere dich mal an die letzten 2 Male. Das geht nie gut aus. Du bist kein echter König? Ich... Vielleicht können wir auch irgendwie alle eine Familie sein. Ich meine, ihr seht ja ganz cool aus. Wir sind auch cool. Komm, guck mal. Schatz, was machst du da? Wer ist das? Papa. Okay. Du hast recht, aber ist so ohne Liebe leben? Sicher nicht. Oder gibst du mir Liebe? Sicher nicht. Guck mal, ich brauch eine Frau, die... Nessie, schau mal. Diese Frau ist pure Magic. Ich würde gerne meine Zauberstab... Okay, ich hab's verstanden. Ich will nichts von deinem Zauberstab hören. Ah, ekelhaft. Geh hin und dann gehen wir nach Hause. Ich will FIFA 20 spielen. Wie soll sie ansprechen? Du bist angeblich so toll, diese ansprechen. Ja, okay. Guck mal, du kannst hingehen, machst wie sonst. Du gehst hin und dann kannst du sagen: Hey, du sassy Mama, du bist genauso fruchtbar wie ich. Wobei ich nicht denke, dass das gut bei ihr ankommen würde. Du könntest aber auch sagen: Deine Augen sind so wie Pickel. Wenn man die zusammendrückt, kommt Alter raus. Das würde natürlich jetzt nicht so viel Sinn machen, sowas zu sagen, aber du könntest sie anstattdessen um etwas bitten. Du könntest zum Beispiel hingehen und sie fragen... Entschuldigung, wie viel spät ist es? Es ist genau 7.04 Uhr. Daraufhin antwortest du... Oh, es ist Zeit, mich zu waschen. Es war schon wieder Winter. Ich verstehe nicht, wie meint ihr das? Wie meinst du diese? Diese macht keinen Sinn. Ja, sorry, es ist auch noch mega früh. Normalerweise liege ich um die Zeit noch im Bett und furze im Schlaf. Deswegen jeden Morgen der Haus stinkt. Es stinkt, weil ich von deinem Essen Blähungen bekomme. So, mein Essen nicht gut genug von dir? Dann geh Burger King, dann du wirst sehen, wie deine Furze riecht von der Morgen. Gut, lassen wir meine Furze mal kurz beiseite. Wie würdest du sie denn ansprechen? Das Känguru hat den ganzen Tag gefurzt und hat mir per WhatsApp sein Probe geschickt, was ich gar nicht verstanden habe. Entschuldigung? Warte mal ganz kurz, gucken, Sohn. Ja, bitte? Ich will gar nicht deine Gespräche unterbrechen, aber ich hab's dir gesehen und mir war's sofort klar. Du bist der schönste Frau, ich hab jemals in meine Ribbing gesehen. Oh, danke. Ich liebe dich. Was? Deine Hose ist nass.
Deine Hose ist nass? Es war doch alles im grünen Bereich. Warum machst du alles kaputt mit so einem Kackspruch? Oh, von der bisschen der Stimmung mag auflockern. Damn, so lockert man keine Stimmung auf. Deine Hose ist nass? Nein, einfach nein. Gut, schon. Krasse. Wie würdest du sie erobern? Wie wird die machen? Na, ganz einfach. Sehe dich hier, trinkst du mit mir ein Bier? Wir gehen um vier und gefällt dir nicht mein Song? Ich zeig dir mein Ding-Dong. Okay, das war ein bisschen zu viel mit dem Ding-Dong. Das war zu viel. Siehst du, was du singst, da eine Scheiße, du singst. Ja. Da ich kann Grass Fanta Kaka auf sie schmeißen. Ja, ich bin halt kein Ascher, aber ich würde denken, dass du die Stimme hast, weil du hast so eine Farbe in der Stimme. Ich glaube, du wärst ein guter Sänger. Oh, wie denn wirklich? Sing mir einfach mal was vor, dann bewerte ich das mal. Okay. Ich denke, du kannst. Ich liebe sie. Sie ist eine Entschuldigung. Sorry, dass ich euch störe, aber ich habe euch gerade irgendwo nach vorne gesehen und ich finde dich übertrieben süß. Oh, das ist ja süß. Ich will nicht sagen, dass ich es oft höre, aber ich höre es schon relativ oft. Sorry, aber ich meinte eigentlich ihn. Vielen Dank an Uncle D und vielen Dank an Asya. Ganz wichtig, ihr müsst beiden folgen. Ich habe unten alles von denen verlinkt, Instagram, YouTube. Unbedingt folgen, sind richtig coole Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wollt ihr noch was sagen? Danke dir, Nils. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.